Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neuigkeiten, heute am Montag oder am Dienstag. Ich werde ja gleich im Video sagen, warum ich mir einen Metalldetektor gekauft habe und warum das ein richtig geiles Werkzeug ist. Werde ich dir gleich ein paar Worte dazu sagen. Auch werde ich dir heute so ein bisschen zeigen, was ich in der letzten Woche gebaut habe. Hammerschlag lag grün, hängt nämlich da hinten an der Decke noch. Das werde ich diese Woche fertig machen, aber alles das und viel mehr gibt es in den heutigen Neuigkeiten. Auch werde ich dir heute so ein paar Updates zu meinem Sägewerk geben und da werde ich dir eine Möglichkeit geben oder ich werde dir sagen, wie wir uns quasi gegenseitig unterstützen könnten. Da werde ich dir noch ein paar Worte dazu sagen zum Sägewerk. Da gibt es auch ein Bild, wo das mobile Sägewerk draufkommt. Das gibt es aber auch erst gleich in den Neuigkeiten. Und jetzt zeige ich euch erstmal, was ich so in der letzten Woche alles gebaut habe. In der letzten Woche habe ich angefangen hier mit meinem Organisationsregal. Das ist quasi ein Regal, wo Schäferkisten auf Auszügen reinkommen. Da habe ich letzte Woche den Rahmen verleimt. Wie gesagt, das wird ein absolutes Massivholzprojekt. Wirklich, wirklich schön. Da seht ihr auch nochmal den Langbandschleifer. Sehr, sehr schön in Action. Da habe ich derzeit dran gearbeitet. Das Ganze kam so ein bisschen zum Stoppen, weil ich noch keine Auszüge habe. Auf die warte ich jetzt nämlich noch. Aber hoffentlich geht es damit in dieser oder in der nächsten Woche dann auch weiter. Dann habe ich euch in den letzten Neuigkeiten ja auch gezeigt, dass ich mit dem Vater hier dieses Regal zusammengebaut habe. Hier lagert derzeit so ein bisschen Material für das Sägewerk. Aber weil ich dafür natürlich super, super viel Ordnung haben möchte und ein bisschen mehr Platz haben möchte, wenn ich das Sägewerk baue, kam da hinten noch ein Regal dazu. Das hier ist es, das ist ein 3,50 Meter langes Regal, da werden die Abstufungen nicht so groß sein, weil hier größtenteils Metall reinkommt. Metall hat ja bei mir nicht so große Querschnitte, das heißt so ein 40x40er Rohr kann dann in ein Fach und so kann ich dann alles so ein bisschen sortieren. Man sieht, es ist noch nicht fertig. Da müssen noch die Querstreben rankommen und das Ganze muss auch noch an der Wand befestigt werden. Das wird wahrscheinlich Anfang dieser Woche dann noch passieren. Dann hatte ich letzte Woche noch richtig coolen Besuch und zwar war der Sven von der Firma Luxlight da. Wer ihn nicht kennt, das ist so der Typ, der quasi für alle Werkstätten hier auf YouTube quasi mittlerweile die Lampen quasi anbietet. Und da sind wir auf ein paar Fragen von euch eingegangen. Ich habe euch auch, glaube ich, für 2, 3 Neuigkeiten gefragt, welche Fragen ihr noch habt. Da sind einige zusammengekommen und die werden wir dann auch in dem Zusammenbauvideo oder in dem Montagevideo, werde ich die dann auch ansprechen mit dem Sven am Schluss vom Video. Wie gesagt, super, super cooler Typ. Vorweg kann ich schon mal sagen, wenn ihr eine Beleuchtung sucht, fragt den. Ey, da bin ich, also der hat so viel Input mir gegeben, was das Thema Beleuchtung angeht. Also wenn ihr auch irgendwie was ausleuchten möchtet oder müsst, fragt den einfach. Der kann euch da noch zu vielen Dingen dann sagen, hey, das ist vielleicht eine bessere Variante oder eine bessere Alternative. Wie gesagt, mega, mega cool. Das Video sollte nächste Woche dazu kommen. Dann kommen wir auch kurz zu dem Thema, was mich in der letzten Woche so am meisten beschäftigt hat. Und zwar sind das hier diese bereits lackierten Teile. Das ist ein Schiebetisch. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, haben da auch schon einiges drüber gesehen. Also wenn du da in Zukunft nichts verpassen willst, schau am besten auf Instagram vorbei. Denn da habe ich auch ganz, ganz viel hochgeladen zum Thema Drehen. Also das sind dann die Stories gewesen. Ich zeige dir mal nämlich noch ein Teil. Zum Beispiel hier dieses Teil. Kann man es sehen? Kann man es sehen? Ach komm, das kriege ich doch hin, Kamera. Peng. Das war zum Beispiel so ein Drehbauteil, da habe ich einiges gezeigt, auch zu meiner Drehbank, was da vielleicht nicht so gut funktioniert hat und was gut funktioniert hat. Aber für mich persönlich ein richtig schönes Bauteil, verschiedene Dreharbeiten waren hier dran. Das hier ist ein aufgeschweißtes Teil, was man hier an den Heftern sieht. Cooles Projekt. Werde ich in dieser Woche oder werde ich heute noch mit anfangen, das Ganze zusammenzubauen. Und da sind auch wirklich einige gedrehte Teile dabei. Hier ist zum Beispiel ein Andrücklager für den Auslegerarm, für den Supportarm. Dann haben wir hier noch Axialkugellager, wirklich, wirklich cool, damit das Ding auch wirklich gut funktioniert. Denn ich zeige dir mal, was mich so ein bisschen nervt an einer Tischkreissäge. Ja, auch übrigens noch ein paar ganz, ganz coole Teile. Das sind Schrauben, die habe ich mir quasi selbst hergestellt. Die mussten verdeckt sein, weil hier halt der Schiebeschlitten langläuft. Und damit kann ich das Ganze an den Tisch dran pressen. Super, super cool. Aber jetzt zum eigentlichen Thema, was ich ansprechen wollte. Schiebetische. Jeder kennt sie, das ist wohl das meistgebauteste Projekt so in den Heimwerker-Werkstätten. Ich habe mir auch schon eigentlich nicht so viele gebaut, weil ich da echt ein bisschen zu faul war. Und ihr seht's, meistens war es bei mir so, ich baue mir so einen Schiebeschlitten und dann musste ich irgendwie einen 45-Grad-Schnitt machen. Und weil ich immer ein bisschen faul war und ich mir nicht 5 von diesen Schiebeschlitten bauen wollte, habe ich dann immer einen benutzt. Und der riesen Nachteil ist halt eben, dass man hier ein bisschen aufpassen muss, damit das Holz sich nicht verkeilt, weil der halt eigentlich nur noch gut für 45 Grad Schnitt ist. Aber ey, ich habe keine Lust mehr, da so viele Schiebetische zu bauen. Also habe ich mir jetzt einfach einen Schiebetisch so
fast wie ein Formattisch, nur es ist kein Formattisch, es ist immer nur ein Schiebetisch, mit dem ich dann auch 1,25 Meter große Platten ablenken kann. Also das wird schon ziemlich gigantisch, das Teil. Dann bin ich in der letzten Woche noch nach Wehrheim gefahren, wirklich ein schönes Örtchen. Da habe ich mich mir mal so ein bisschen die Produktion angeschaut von den Pullis, die es bald geben wird. Und hier gesehen, und hier seht ihr einen kleinen Ausschnitt. Ich bin bei den Jungs angekommen. Wir machen jetzt mal die ersten Probedrucke und ich schaue mir ein paar Stoffe an, wie das Ganze dann im Vorhinein aussehen wird. Da wird gerade der erste Pulli vorbereitet. Zeig ich mal her. Jawohl. So. Wird das Ganze einmal vorgewärmt? Ja, das nur einmal, dass es einmal glatt ist, ne? Okay. Also dass keine Beulen drin sind. Zeig mal gerade das Logo. Wer hat das gezeichnet? Das warst du, ne? Der Jan. Also mit Hilfe von einem Designer natürlich. Okay. Ja. Okay, nice. So, genau. Und das wird dann hier hoffentlich gerade draufgepackt. Arbeiten noch an der Vorrichtung. Willst du drucken? Ja, ich? Gerne. Dann einmal runter und das piept dann. Was machen? Das einmal einfach runter. Und in 13 Sekunden hält es dann. Ganz runter. Ah, genau. Okay. Ja, kannst du noch ein bisschen länger warten. 2 Sekunden länger. Okay. Als piept. Direkt runter machen? Nee, 3 Sekunden warten. Okay. Jetzt. Ja, das ist so geil. Jetzt zeige ich euch mal noch kurz das Design. Also ihr seht, es hat ein bisschen was mit Holz zu tun, mit einem schönen Baum. Und im Hintergrund sieht man auch ganz cool, wo der fast schon abgepaust wurde. Aber vorne ist auch noch was drauf gedruckt. Dreh ich mal gerade einmal rum. Meine Rohrschraubzwingen sind nämlich hier vorne drauf. Mega, mega nice. Also erstmal Props gehen an diese 3 Jungs raus. Schätzt mal, wie alt sie sind. Die sind alle 23 Jahre alt. Ich bin ja auch noch nicht so alt mit 23. Aber was die da auch schon auf die Beine gestellt haben, mega, mega cool. Man sieht natürlich jetzt in den Videos nicht so viel. Man ist nicht so tief drin, was die jetzt genau machen. Aber ihr habt schon die Gegebenheit gesehen und das ist alles denen ihr Zeug. Also schon mega, mega cool. Ich warte jetzt noch auf die... Ich warte jetzt noch auf ein paar Pullis, die werden mir zugeschickt, dann kann ich mich noch mal vergewissern, wie die wirklich schlussendlich aussehen werden. Und dann wird es hoffentlich am 1. Dezember, so in dem Dreh, die Pullis dann auf meinem Shop zu kaufen geben. Wie gesagt, die 3 Jungs machen das selbst, das ist wirklich, das wird dort gemacht. Der Aufdruck zum Beispiel, das machen die dann, wenn man sich einen Pulli bestellt, dann machen die das halt so. Es ist halt ganz cool, dass man halt auch noch mal sieht, dass das wirklich dort gemacht wird. Mann, Philipp. Was redest du schon wieder? Dann habe ich euch in den letzten News ja gefragt, ob es irgendwie cool wäre oder ob es irgendwie doof wäre, wenn ich diese 3 Tischprojekte, weil es kommt bald ein Video, wo ich einen Couchtisch mit einer Naturholzrinde baue. Dann wollte ich eventuell noch einen Couchtisch bauen, aber aus einem anderen Material, das andere Massivholz. Und dann werde ich aus dem Holz dann auch einen Esstisch bauen. Da habe ich euch gefragt, ob ihr das Ganze sehen möchtet oder ob das zu viel Gleiches ist. Und da waren wirklich sehr, sehr viele Nachrichten mit sehr vielen Daumen nach oben dabei, die halt eben gesagt haben, hey, nein, mach die 3 Projekte, jedes Projekt, was nicht gemacht ist, ist ein verlorenes Projekt. Und genau so werde ich das dann umsetzen. Wenn ich dann mit den Tischen anfange, werde ich keinen Tisch auslassen, was das Film angeht. Hier seht ihr auch übrigens das Licht, das ist nicht von den guten Lampen, das sind die alten Lampen hier. Hier sieht man auch immer direkt, dass es überall viel, viel dunkler ist. Aber mehr dazu seht ihr dann auf jeden Fall nächste oder in dieser Woche mit dem Lampenvideo. Kleiner Spoiler, mein Vater hat sich einmal so derbe auf den Finger gekloppt, dass der sich durch den Finger gekloppt hat, der geplatzt ist und dann das Blut immer noch in der Wand hängt. Ich werde da vielleicht in dem Video werde ich dann meinen Finger vom Daumen als Update hochladen oder einbringen, damit ihr seht, wie der Daumen aussieht. War auf jeden Fall echt eklig. Dann war in der letzten Woche noch mein Vermieter da, der Peter. Mega, mega cooler Typ. Den werdet ihr bestimmt auch in dem einen oder anderen Video mal noch zu sehen bekommen. Hat er zu mir gesagt, so, hey, willst du da hier nicht mal Waschbecken oder so hinmachen? Ich so, ja, Und dann so, ey, mach doch hier Durchbruch. Also hat er gesagt. Da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, so, weil die es nicht wissen, schaut euch am besten die Werkstatttour an. Da hinten dran ist noch ein Raum mit 35 Quadratmetern, das ist quasi eine Küche. Da komme ich halt jetzt immer nur schlecht hin oder ich versuche es halt zu vermeiden, weil ich halt immer außen rumgehen muss. Und hier war früher keine Wand drin. Das bedeutet, wenn man hier nochmal einen kleinen Sturz einsetzt, um eine Tür einzubauen, wäre das überhaupt kein Problem von der Statik her, weil es halt eben vorher auch offen war. Und eventuell wird das die nächsten Wochen passieren, dass hier ein Durchbruch reinkommt. Fände ich mega cool, wo ich jetzt so genauer drüber nachgedacht habe, weil
Wenn du aufs Klo willst, musst du jedes Mal raus, musst die Tür aufsperren, weil das auch kein normales Schloss mehr ist. Wenn ich mir zum Beispiel einen Kaffee mache, dann steht die Kaffeemaschine halt hier drin und verstaubt brutal und in der Küche wird es halt mehr Sinn machen. Wenn ich dann Drechselkurse gebe, dann kann man halt direkt durchgehen und dann kann man das auch so ein bisschen als Aufenthaltsraum benutzen, weil ich will da drin auch nicht heizen. Wenn ich hier drin einen Holzofen habe und hier ist ein Loch drin, also eine Tür, dann wird das Ganze mitgeheizt, aber ich werde da keinen Elektroheizer reinstellen, weil nur, dass man dann da eine Viertelstunde drin sitzt oder auch eine halbe Stunde, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen zu geizig und es ist irgendwie nicht so sinnig, finde ich. Also eventuell wird da ein Durchbruch durchkommen und dann hätte ich noch mal mehr Platz. Dann wird das auch absolut ein Lager werden, dass da so die ganzen Teile reinkommen, die ich nicht brauche. Nicht das Holz, sondern so Kleinteile, so Verdünnung oder nee, Verdünnung jetzt nicht, das ist ein blödes Beispiel, sondern einfach so Zeug, was ich nicht brauche, nicht so oft brauche. Jetzt kommen wir zum Thema Sägewerk. Da freue ich mich extrem drauf. Das wird auch ein echt massives Projekt. Und wie wir uns da quasi gegenseitig unterstützen könnten, werde ich gleich noch ansprechen. Aber erstmal jetzt hier ein Bild, was ich als Unterbau bzw. als Lösung gewählt habe, um das Bandsägewerk auch mobil zu machen. Ihr seht hier einen 750 oder 700 Kilo Anhänger. Der ist relativ kompakt, der ist relativ leicht und den werde ich benutzen, um das Sägewerk drauf festzuschrauben. Das bedeutet, dass dieser Anhänger wird später nur noch dafür gedacht sein, das Sägewerk zu bewegen. Das ist einfach der Vorteil, dass man quasi den Anhänger einfach zulassen kann, normal auf den TÜV fahren kann, weil das Sägewerk wird einfach oben festgeschraubt und theoretisch könnte man das dann noch wieder abschrauben. Deswegen ist es grundsätzlich ein Anhänger, wo man dann das Sägewerk festschrauben kann und dann hat man schon mal ein mobiles Sägewerk. Zu den Schnittmaßen, ich werde das Sägewerk so bauen, dass ich in etwa 3 Meter schneiden kann an Länge. Die Dicke soll so in etwa, ich muss schauen, wo ich da mit den Reifen hinkomme, da zeige ich euch auch gleich schon die Reifen, die ich benutzen werde, soll man in etwa 50 bis 60 cm in der Dicke schneiden können. 50 cm auf jeden Fall. 60 cm schaue ich mal, ob das Ganze funktioniert. Ich werde es wahrscheinlich so bauen, dass das durchläuft, aber ob das dann noch insgesamt noch funktioniert, weiß ich jetzt noch nicht. Aber 50 cm sollte auf jeden Fall klar gehen. Ich habe schon ein paar Bauteile da, damit das Sägewerk auch technisch super, super interessant und cool wird. Hier seht ihr die Reifen, die ich für das Bandsägewerk benutzen werde. Das sind LKW-Stützräder von einem Anhänger, daher schon mal relativ solide. Weil ich mir aber nicht so sicher war, weil so ein Stützrad ja nicht viel auf Drehzahl belastet wird, sondern eher eine konstante Kraft, wenn man den Anhänger halt ablädt oder halt irgendwie noch ein bisschen schiebt, was auch immer, dass die Lager so beansprucht werden, habe ich einfach mal meine Lehrerin gefragt aus der Berufsschule, hey, ich habe hier dieses Lager und ich will das hier machen, das sind die Maße vom Lager, ist das ein geeignetes Lager? Und da habe ich eigentlich gedacht, ich bekomme eine Antwort wie, hey, ja, das ist gut oder vielleicht nicht so gut. Aber so geil, ich hatte noch einen Zeichenlehrer, die haben das dann in Inventor, glaube ich, dann ausgerechnet. Und die Lager, die hier drin sind, die werden in etwa 27.000 Stunden werden die das aushalten. Also ich habe dir dann die Belastung genannt, die halt auf das Sägewerk draufkommt. Das waren so geschätzte Maße einfach mal, dass das zum Beispiel 100 Kilo auf einem Rad, auf ein Lager konstant von der einen Seite draufdrückt. Wenn es dann mehr ist, dann ist halt ein bisschen weniger. Aber mega, mega cool. Da habe ich echt ausgerechnet bekommen, was die Lager dann so aushalten. Und ich weiß, ich könnte es auch selbst ausrechnen, aber ist ja schön, wenn das so dann auch funktioniert. Aber wenn man jetzt einen 3 Meter langen Stamm hat, den muss man natürlich auch irgendwie auf das Sägewerk drauf bekommen und da habe ich mir auch schon was überlegt. Dann habe ich hier, um die Stämme auf das Sägewerk drauf zu bekommen, habe ich hier Seilwinden. Keine Ahnung, ich habe jetzt nicht genau rauslesen können, wie viel die ziehen können, aber das Seil ist schon mal 5 mm dick und das war, glaube ich, auch irgendwie vorher auf einem LKW installiert, also wird das keine Seilwinde sein, die irgendwie nur 200 Kilo ziehen kann. Also die werden auf jeden Fall groß genug sein. Und da habe ich mir überlegt, wie cool wäre es denn, wenn der, meistens fährt man ja mit dem Sägewerk parallel zum Stamm. Das heißt, der Stamm liegt an der Seite. Und wenn der Stamm zum Beispiel 300 Kilo wiegt, dann ist das schon, ja, schon ein bisschen schwierig, dann mit zwei Leuten den auf der einen Seite hochzuheben. Wie cool wäre es denn, wenn ich dann auf der Stirnseite, wohl bemerkt, dass dieses Teil dann auf der Länge her verstellbar ist auf dem Sägewerk, wenn ich auf der Stirnseite was einschlagen würde und dann halt eben über eine Schräge den Stamm einfach auf den Baum ziehen würde, auf den Anhänger ziehen würde. Das ist so bis jetzt mal der Plan. Also ich denke mal, dass das gerade bei so 200-300 Kilo Stämmen wird das sehr, sehr gut gehen, weil die bekommt man auch so schon eigentlich ganz gut von Hand oder mit dem Sappi bewegt. Deswegen sollte das hier mit zwei Seilwinden durchaus gut funktionieren. Und das war jetzt einfach mal so die Überlegung, die ich angestellt habe, um halt eben die Stämme auf das Sägewerk drauf zu bekommen. Dann hatte ich letzte Woche eine Idee, und zwar geht es halt da um so ein bisschen das Thema Kohle.
weil allein der Motor kostet um die 300 Euro, wie ich das quasi so im Einklang so ein bisschen halt finanzieren kann. Ich nehme das jetzt schon zum zweiten Mal auf, weil ich mache mich da immer Worris, weil manche Leute halt alles immer auf den krummen Schuh nehmen, aber ich werde das jetzt einfach so sagen, wie ich es halt meine. Ich habe mir so überlegt, hey, ich bin jetzt die ganze Zeit andere Videos am Schauen, wo man echt schlecht sieht, wie die Bandspannung funktioniert, wie die Laufbahnen aussehen. Da muss man halt immer ein Video Pause machen und muss sich irgendwie ein Bild rausziehen und meistens ist es nicht das, was man so wirklich braucht. Und da geht halt immer so dann rattert es immer wieder los, so, ah, wie macht's der? Da habe ich mir überlegt, hey, wie fändet ihr das, wenn ich quasi ein Bilderpaket anbieten würde, was man im Vorhinein schon mal kaufen kann, dass ich das Sägewerk bauen kann. Und die Leute, die sich das halt eben gekauft haben, dieses Bilderpaket, bekommen dann diese ganzen Bilder. Was sind das für Bilder? Das sind zum Beispiel Detailaufnahmen von der Spannmöglichkeit, von den Laufschienen, wie ich das Sägewerk miteinander verschweißt habe, wie ich den Motor befestigt habe, wie ich die Keilriemenscheibe befestigt habe. Alle diese Sachen, also alle Punkte, wo ich mir bestimmt mega, mega lang Gedanken machen muss, dass das Ganze funktioniert und dass das Ganze auch wirklich genau ist, dass ich davon einfach ein Bild mache und das dann halt eben anbiete für, keine Ahnung, 10 Euro oder so. Das ist halt eben für die Leute, die sich dann ein Sägewerk bauen wollen, könnten sich das holen, alles können, kein Muss, und könnten dann halt eben anhand von den Bildern ihr Sägewerk selbst bauen. Ja, ich werde davon ein Video machen, ganz klar, weil ich will euch ja auch den Bauprozess zeigen, aber in den meisten Videos kommen dann unendlich viele Fragen, gerade zu solchen Dingen, weil es halt schon super speziell ist, und fragen dann, hey, sag doch mal was zur Spannmethode. Aber weil es so viele Kommentare sind, antworte ich darauf mittlerweile nicht mehr so oft, weil es halt nicht mehr geht. Und ich weiß, gerade bei diesem Bandsägewerk werden einige Fragen kommen. Also wie fändest du es, wenn ich das anbieten würde für 10 Euro oder so in dem Dreh? Die Leute, die halt früher dran sind, bekommen es günstiger. Halt quasi ein Bilderpaket anzubieten. Keine Pläne, keine Zeichnung, wirklich Bilder. Und eventuell dann halt noch Links mit den Axialkugellagern, mit den Laufschienenführungen, mit was auch immer für welchen Bauteilen. Ja, das werden dann Affiliate-Links sein, aber auch da habe ich super lange jetzt schon gesucht und werde wahrscheinlich super viel bestellen, was nicht so gut funktioniert und habe dann da schon eben ausprobiert, was eben funktioniert. Also, schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du davon hältst, von der Idee. Ich persönlich würde mir das kaufen, weil man dann halt eben schon mal ein Bild hat, wie das fertig aussieht. So. Ist eigentlich ganz einfach. Aber sag mir, was du davon hältst. Anderes Thema, das angesprochene Thema ganz am Anfang vom Video. Ich habe mir einen Metalldetektor gekauft. Kurze Ansprache dazu. Ich habe vor Jahren bei John Heiss mal ein Video gesehen. Da hat er altes Holz wiederverwendet. Da hat er nämlich einen Hausabbruch gemacht und hatte da halt super viele Balken. Ich habe ja im Moment auch sau viel Holz. Also hier dieser ganze Haufen, das sind Baubohlen und da muss man natürlich super gut aufpassen, dass man halt eben nicht irgendwie einen Nagel drin hat und halt sich die Hobelmesser kaputt macht. Hatte ich schon oft genug oder gerade wenn man einen Nagel reinschneidet oder eine Schraube. Mega uncool, gerade auch was das Thema Brandgefährdung angeht. Schon blöd. Da habe ich bei diesem Amerikaner gesehen, dass der sich einfach einen Metalldetektor gekauft hat und geht halt über die Bohlen vorher drüber. Es ist so simpel, oder? Es ist wirklich, wirklich so simpel. Und gerade wenn ihr zum Beispiel mit Palettenholz arbeitet und ihr habt die Bretter fertig, da ist ja oft Dreck und Farbe und was auch immer noch drauf, dann kann man vorher einmal schnell über die Bretter und seht, okay, da ist zumindest mal kein Nagel mehr drin. Ich zeige euch mal das Teil. Beziehungsweise ich zeige es nur ganz, ganz grob, weil das Video werdet ihr, also ich verlinke euch das Video zu dem Teil, zu meinem Werkzeug-Check-Kanal. Ihr könnt es einschalten. Okay, gut. Vorführeffekt. Hier ist halt ein Nagel. Also ich bin jetzt auch bewusst ein bisschen weiter weggegangen, dass man halt sieht, dass da auch so ein bisschen Luft sein kann, damit man den Nagel halt eben findet. Ich habe ja auch vor kurzem, als ich diese Bürstmaschine vorgestellt habe, da habe ich dann gezeigt, oder in dem Projekt zu dem Mülleimer seht ihr das auch noch, dass ich die Bretter, die waren mit weißer Wandfarbe bestrichen, die habe ich vorher abgebürstet. Ist cool, gerade wenn da ein bisschen Dreck drauf ist, würde ich das auch weiterhin machen. Aber ich habe das in dem Fall eigentlich nur gemacht, um zu schauen, ob da noch Nägel drin sind. War halt eine Riesensauerei. Wie gesagt, cooles Werkzeug immer noch. Aber wenn es halt darum geht, wenn man einfach nur sehen möchte, ob da noch ein Nagel oder irgendwie so ein Clip drin ist, dann ist halt das Teil hier echt. Das ist so simpel. Das ist einfach, es funktioniert einfach. Weil damit habt ihr halt jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, hey, ich kaufe mir wirklich, so wie ich es halt jetzt in dem Fall gemacht habe, in dem Fall sind die Bohlen, die ich habe, die sind glücklicherweise echt sehr gut gewesen. Da
Da waren bis jetzt noch keine Nägel drin. Aber hier habt ihr einfach die Möglichkeit, wie gesagt, einmal drüber zu gehen, zack. Wenn euch das Piepsen auf die Nerven geht, dann könnt ihr auch das auf Vibration einstellen. Also wenn ihr vorhabt, mit auf eBay Kleinanzeigen zum Beispiel gekauftem Bauholz zu arbeiten, was jetzt vielleicht nicht voller Schlamm und so ist, das ist sowieso kacke, aber damit habt ihr jetzt einfach die Möglichkeit zu schauen, hey, ist da ein Nagel drin, mache ich mir damit mein Hobelmesser stumpf. Super cool. Das hat noch keiner vorgestellt auf YouTube, das hat noch keiner von den Holzwerkern benutzt. Ich glaube einfach nur, weil es keiner auf dem Schirm hatte. Ich hatte es ja die ganze Zeit auch nicht mehr auf dem Schirm. Jetzt habe ich mal ein Angebot auf Amazon gefunden, wo man das relativ günstig bekommt. Ich glaube, das kostet 40 Euro oder so. Das ist so cool. Das werde ich in Zukunft bei den Projekten gerade mit dem Holz benutzen. Oder nur mal angenommen, wenn ich einen Baumstamm jetzt in Zukunft aufschneide, kann ich einfach drüber gehen und kann schauen, hey, sind da Nägel drin? So, oder sind da noch irgendwelche Granatsplitter vom Krieg im Baum jetzt eingewachsen? Damit kann man das halt jetzt tun. Also, ich versuche ja hier auf dem Kanal immer so ein bisschen, manchmal geht das vielleicht so ein bisschen unter, aber ich versuche schon auch so die Materialien zu benutzen, die halt für alle so ein bisschen erreichbar sind. Zum Beispiel Baubohlen auf Kleinanzeigen. Wird es wahrscheinlich in jeder Stadt, in jedem Ort, werdet ihr irgendwie im Umkreis, werdet ihr dazu was finden. Damit habt ihr jetzt die Möglichkeit, das Holz auch so zu verarbeiten, ohne dass ihr euch die ganzen Sägeblätter immer schrottet. Und das ist halt auch so ein Punkt, was ich halt auch probiere, das Holz zu benutzen, damit ihr es auch in etwa nachmachen könnt. Ich habe mir zwar jetzt hier so einen geilen Langmattenschleifer gekauft, der ist wahrscheinlich für viele Werkstätten zu groß oder halt einfach nicht so das Ding, aber ich habe auch vorher schon immer gezeigt, hey, ich hole einfach solche Baudielen, weil die halt super günstig sind, man kann da viel mit Massivholz arbeiten und das ist halt jetzt so ein Tool, da kann man halt einfach... Ich finde es geil, da kann man einfach schauen, ob da ein scheiß Nagel drin ist und sich das Sägeblatt bewahren. Cool. Also runtergebrochen ist das ein Werkzeug für Heimwerker, wenn ihr mit Palettenholz arbeitet oder wenn ihr mit altem Holz arbeitet, definitiv. Nochmal ein Beispiel. Hier diese Balken. Wahrscheinlich würde ich die direkt wegschmeißen, so wie ich es mit den anderen Balken gemacht habe, die da hinten verschraubt waren, also Balken, keine Bretter, weil da überall noch irgendwie so den Anschein gemacht hat, dass da noch Nägel drin sind. Theoretisch könnte ich die Balken jetzt hier nochmal benutzen, weil ich halt schauen kann, ob da noch irgendwo ein Nagel von irgendeiner Seite reingeprügelt ist. Also, cooles Teil, wenn ihr euch mit Altholz ein paar Projekte bauen möchtet, ihr erspart euch kaputte Sägeblätter und Hobelmesser. Das soll es mit dem Video für heute gewesen sein. Ich hoffe, die Bilder oder ich hoffe, so ein paar Infos, die für die Zukunft jetzt ganz wichtig sind, gerade für das Sägewerk, fandet ihr ganz interessant. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Wie gesagt, in dieser Woche kommt das Video zum Thema Beleuchtung. Da interviewe ich auch so ein bisschen den Sven, was es da für Fragen gibt. Und schaut in die Videobeschreibung, dort sind ein paar Dinge verlinkt, gerade die Videos hier zu diesen Teilen. Und genau, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Ciao. Thank you.